So, und da sind wir wieder bei Pokémon Perl. Wir waren ja auf dem Weg zum nächsten See. Und da ist wieder Schneebedeck. Ische Hashtag Schneebedeck Ische Wische. Nee, Hashtag Ische Wische. Warum sage ich das die ganze Zeit? Und wir sind am Stärkeufer. Aber da hinten sind Team Galaktikrüpel, die uns wahrscheinlich nicht durchlassen. Deswegen gehe ich mal nach rechts. Und was sucht hier ein Zubat auf diesem Level? Ist das irgendwie ein bisschen ironisch? Ich will hier mindestens ein Golbat. Wenn hier schon so ein Zubat kommt. So, da bin ich schon wieder versunken. So, bevor wir hier jetzt durchkommen, müssen wir den siebten Orden erlangen. Und der dürfte ja nicht schwierig sein, denn wenn man sich hier mal umguckt in der Gegend, kann man leicht erkennen, was für eine Arena das hier sein wird. Und wer hier natürlich im Vorteil sein wird. Okay, gut. Die Arenaleiterin hat auch ein Pokémon, das nicht dem Eistyp entspricht. Ich glaube, es war eins. Und nicht nur. Nee, ich glaube, das war nur eins. Nicht zwei oder drei. Nur eins. So, ich werde wahrscheinlich die Arena und das Stärkeufer da beides machen in dem Part. Vielleicht wird er dann ein bisschen länger. So, hier unten war das Pokémon Center. Hier in diesem Ort in Blitzach, da gibt es so einiges zu sehen. Besonders wenn man das Spiel schon durch hat. Also den nationalen Pokédex hat. Da hat man es noch nicht durch, aber naja. Auf jeden Fall nochmal einen Besuch wert, wenn wir den nationalen Pokédex haben. Wer weiß, ob wir den in diesem LP überhaupt bekommen werden. Wer weiß, ob ich das noch weitermachen werde nach den Top 4 und dem Champ. Denn das ist ja eigentlich nur, was zählt bei einem Pokémon LP. Den Rest können wir uns eigentlich für was Späteres aufsparen. Könnte ich mir für Platin aufsparen, wenn ich jemals Platin mache. Dann mache ich ein Platin-Cover. Und kriege dann ganz viel Songs. Der Trickboden der Arena macht dir schon zu schaffen, oder? Nein, macht er nicht. Wenn du während des Kampfes nicht die Ruhe bewahrst, bist du verloren. Ich bin ganz ruhig. Nee. Ja, hätte ich jetzt nur so ein. Boah, jetzt böllern die da hinten schon wieder. Und hier kommt Pilippa, das passt ja voll hier rein. Ist ja voll das Eis-Pokémon. Hashtag schlechte Typwahl. So, da ist Luxtra natürlich schon mal 10.000 Volt besser. Okay, 10.000 Volt, das sollte eine super tolle Anspielung sein. War es 5.000 oder 10.000? Keine Ahnung. Aber 10.000 ist auf jeden Fall mal besser. Da geht er unter. Der Captain. Und hier kommt Entoron. Man könnte ihn auch Entron nennen. Einfach mal das O wegnehmen. Und das andere O stehen lassen. Hier hast du einen Funkensprung. Hoffentlich gehst du jetzt K.O.
Ich habe jetzt gerade irgendwas an meinem Arm. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall tut's weh. Level 36. Boah, hier kommt Stalos. Das passt hier super in die Arena. Super toll. Das hat uns ja nicht schon in der Stahlarena genervt oder so. Und, ja. Hier denkt man nicht an Logik oder sonstigen Mist. Gigasauger. Hätte wahrscheinlich mehr genützt, wenn ich das in der nächsten Runde getan habe. Wenn Stalos schon angegriffen hat. Stalos wurde Energie abgesaugt und so. Eiszahn ist nämlich ziemlich stark, würde ich mal sagen. Okay, jetzt kann man wahrscheinlich verstehen, warum diese Pokémon in der Eisarena sind. Aber da haben wir ja immer noch Gigasauger und damit wird super gesaugt. Ich bin dafür, dass mal eine Pokémon-Attacke mit dem Namen Staubsauger erscheinen sollte. Die weiter, wie nennt man das? Die bessere Form von Gigasauger. Staubsauger. Fertig. Das haben wir schon mal fertig gemacht. Ja, wir müssen hier alle Schneebälle kaputt fahren. Sofern man das Fahren nennen kann. Und am Ende müssen wir durch die Mitte durch. Ich habe das wirklich oft getan schon. Da gab es irgend so einen Trick. Boah, fast erwischt. So. Ich muss auf die andere Seite kommen. Meine Willensstärke wurde durch eiskalte Schneestürme geformt. Jetzt wirst du Zeuge dieser Willensstärke. Ja, ich gebe den Figuren jetzt auch Stimmen. Habe ich, glaube ich, schon vorher gemacht. Ja, Morlord passt hier super rein, muss man sagen. Echt. So, da ich jetzt für Morlord kein wirkliches Pokémon habe, außer Roserade. Aber Roserade schon angeschlagen ist. Ja, komm. YOLO für Roserade. Ein Auftritt vor Morlord. Der Herr des Moor. Oder der Lord des Moors. Der hat nämlich sehr viel Moor als nur den Moor. Iger, Sauger. Und das war auch schon mit Moorlord. One Hit und erstmal ganz, also die ganze KP hier aufgefüllt. Aber kein Level Up. Ja, du bist nach einem Gewürz benannt. Du bist ein toller Typ. Ingwer war doch ein Gewürz, oder? Keine Ahnung. Also mit Gewürzen kenne ich mich gar nicht aus. Ich kriege ja größtenteils das Essen immer serviert. So. Und das war auch schon der letzte Schneeball. Jetzt müssen wir hier nur noch nach unten gehen. Ich will gar nicht erst gegen die anderen Trainer kämpfen. Und wir sind hier gerade mal bei 10 Minuten. Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich.
aber ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Zeig dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Ja, das hat ja auch alles miteinander zu tun, wissen wir ja alle. Aber heute zeige ich dir mal, wie man richtig kämpft. So richtig, visual like a boss. Mit roter Blitz, One-Hit-Killer von der Earth. So, ich könnte jetzt entweder bei Schneebedeck eine Feuerattacke machen oder eine Kampfattacke. Aber da ich vierfachen Schaden machen würde, wenn ich eine Feuerattacke machen würde, da Schneebedeck Pflanze und Eis ist, nehme ich da wohl eher die Feuerattacke. Und deswegen wird dieser Arena-Kampf nicht sehr schwierig. Es hagelt. Und jetzt kommt Rex Bisa, die Weiterentwicklung von Schneebedeck. Und das macht kein Ijewische. Leider. Aber da können wir trotzdem Flammenrad drauf machen. Sollte eigentlich genauso reinhauen. Solange das Viech nicht so richtig viel KP hat. Ja. Die Mega-Entwicklung von dem Teil sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sieht einfach aus wie so ein, ja, aufgemotztes, super tolles, ja, Hyperspeed-Viech aus. Mit ein paar Steroiden drin. So, Sneebel. Das geht auch noch. Kann ich auch noch ein Flammenrad draufhauen. Obwohl eine Kampfattacke wahrscheinlich schlauer wäre. Das war, glaube ich, Eis und Licht, wenn ich mich nicht irre, dieses Pokémon. Aber Flammenrad wird wohl auch wirken. Wie man sieht. Und somit hat Roter Blitz Level 41 erreicht. Aber keine neue Attacke gelernt. Oh, der Hagelsturm, der nervt. Der ist nur wegen Rex Bisa da. So, jetzt kommt das Pokémon, das hier nicht reinpasst. Meditalis. Und für das haben wir doch schon einen guten Ausgleich. Dracula mit Biss. Weil Unlichtattacken, glaube ich, effektiv auf Psycho-Pokémon sind. Ich habe keine Ahnung, weil ich Unlicht nie wirklich trainiert habe. Ich werde das Eis brechen und mir einen Notfall-Pokémon einsetzen. Und damit cheaten. Aber dafür habe ich Biss. Das hat jetzt nicht so viel genützt. Ey, was du mit Protzer kannst, kann ich schon viel, viel besser. Denn ich mache jetzt... Ich mache Konfuzstrahl vom heiligen Konfuzius hier für dich. So, Konfuzius ist doch nicht heilig, oder? Keine Ahnung. Selbst verletzt, natürlich. Es hagelt. Meditalis kann man hier übrigens auch irgendwo fangen. Also am Stärkeufer. Falls einer das will. Ich kann da den Siegeswellen schwören, aber ich werde nicht verlieren. Werden wir jetzt sehen. Ich fliege dann mal. Wenn wir Glück haben, bist du jetzt schon weg. Oder machst Turmkick. Verletzt sich damit selbst. Ne, Icy passt auch. Ist ja auch nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt doch eh gewonnen, oder nicht? Mein Team ist einfach zu badass.
im Moment. Aber ich bin auch ein bisschen unterlevelt. So, das war jetzt einfach. Ich mag dich ja schon ein bisschen. Was? Wow, du bist klasse. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle über... Ja, ich habe gerade übertrollt gelesen, aber das wäre hier wahrscheinlich falsch. Überrollt. Oh, bevor ich es vergesse. Ich muss dir ja noch das hier geben. Und damit habe ich den vierten Orden. Siebter Orden. Was das für ein Orden ist? Das ist der vierte Orden. Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Oh, und hier habe ich auch noch etwas für dich. TM72, Hagelsturm vielleicht. Ne, Lawine. Hagelsturm habe ich doch. Glaube ich. TM72 enthält die Attacke Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Kannst dir vorstellen, wie viel Konzentrationskraft du dafür brauchst? Gar keine. Tja. Und ciao. Jetzt können wir nämlich zu dem See. Badass-Team mit Bidifas. Dem Badass-Pokémon schlechthin. Dann geben wir mal Gas und gehen sofort mal zum See. Da müssen wir nämlich auch noch jemanden bashen. Oder kommt es da überhaupt nicht zum Kampf? Ich weiß das nicht mehr. Das ist bestimmt 6 Jahre her. Kann sein. Wahrscheinlich 5, 6 Jahre, keine Ahnung. Das war immerhin mein erstes Spiel auf dem Nintendo DS. So, da gebe ich ja richtig Vollgas. Jetzt steht da nur einer von Team Galactic. Wo der andere hin ist. Ach, dein. Der hat wahrscheinlich Angst vorm anderen und hat sich hinterm Schild versteckt. So, da haben wir wieder unseren Ischewischel. Schneebedeck. King of Ischewischel. So. Bist du auch hier, um dir das Pokémon im See anzusehen? Du bist bestimmt genervt, weil du dir den Weg bis hier freikämpfen musstest. Nee, das war jetzt eigentlich einfach. Ausrufezeichen. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic. Oh, bist du etwa schon fertig? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon im See retten? Und der Pokémon-Champ werden? Träum weiter, Kindchen. Aber hier ist es recht kalt, brr. Gehen wir zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in ewig genau getroffen. Hör mal, Team Galactic hat etwas Großes vor, zum Wohle aller. Also solltest du uns in Ruhe lassen. Hör oft über Pokémon oder andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Und verschwende deine Zeit nicht damit, ins Hauptquartier nach Schleide zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest... Ey, die bringt mich ja geradezu dazu auf, dorthin zu gehen. Denk nicht dran, dahin zu gehen. Ganz bestimmt nicht nach Schleide. Nein, geh nicht nach Schleide. Überhaupt nicht. Unterschwellige Botschaft. Punkt, 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 Punkt. Auch nochmal eine unterschwellige Botschaft. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Und ich habe... Ja, er hat nichts getan, aber ich war eben im Alleingang richtig viel gebasht, während er nur hier rumstand und verloren hat. Das Pokémon namens Self. Es macht einen leidenden Eindruck. Ich werde stärker. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Das reicht nicht. Ich muss stärker werden. Eben wie die Tieren. Digga.
Ja, genau das wollte ich jetzt tun. Auf zurückklicken. Nee. Wir tun jetzt das, was uns nicht aufgetragen wurde. Wo uns dringend von abgeraten wurde. Tun wir jetzt einfach mal, weil wir können. Wir gehen hier hoch. Reden mit dem Typen hier. Sieh mal, schau dir mal diese Antennen an. Ich weiß ja nicht, wofür sie gut sind, aber sie sind schon beeindruckend. Hey, du bist es. Ich wette, du erinnerst dich nicht an mich. Aber ich erinnere mich an dich. Deinetwegen haben sie mir mein Pipi genommen. Mein Partner hat die Brocken hingeschmissen und ist nach Hause zurückgegangen. Ich weiß nichts von einem Schlüssel zum Lager. Aber ich. Ach, ich hab den L-Schlüssel. Der passt ja geradezu zu mir. Und da wir jetzt Kraxler haben, gehen wir hier mal ja eben mit Bidifas hoch. Mit einem Fahrrad auch noch. Ich stelle mich auf Bidifas drauf, das macht Kraxler und ich benutze noch mein Fahrrad auf dem drauf, natürlich. Tut ja überhaupt nicht weh. Okay, hier geht's rein. Hey, 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 was haben wir denn hier? Hast du den Schlüssel? Egal, unser L-Schlüssel ist beim Wächter von unserem Hauptquartier in guten Händen. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Tür öffnen. Nein, der L-Schlüssel bricht im Schlüsselloch. Jetzt ist es kein L-Schlüssel mehr. Und ich habe einen Finsterstein gefunden. Oh, ein Forscher. Hey, red mit mir. Red mit mir. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Team Galactic. Und ich bin noch kein einziges Mal befördert worden. Jo. Willst du kämpfen? Nun, was... Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat. Oder ein Trainer, der sich verlaufen hat. Da stand ja ein Fragezeichen. Golbat. Boah, du bist mir hier jetzt individuell. Mit Bonduell. Ja, ich kann auch individuell sein und einfach mal Lux rein in den Kampf schicken. Und jetzt, Eistee trinken. Und natürlich setzt der Kung-Fu-Strahl ein. Hashtag Team Galactic nervt mit Kung-Fu-Strahl. Zwar lange, aber wird wohl. Luxra ist verwirrt. Luxra tut sich selbst weh. Ja! Das muss man feiern. Luxra, wenn du jetzt loost, ne? Luxra loost hier gerade. Machst du das absichtlich, oder? Weil jetzt bist du wahrscheinlich weg. Nee, bist du doch nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Luxra wollte spannend machen. Nö, das habe ich jetzt nicht ernsthaft gesagt. Weil Luxra lust doch noch. Luxra, du bist eine Enttäuschung in meinen Augen. Okay, wir können auch so spielen. Sieh dir an, zu was du werden könntest, wenn du gewinnst. Aber sieh dir an, was du niemals sein wirst, weil du verlierst.
So, und da nützt doch kein Windschnitt was. Da kannst du dir gleich mal deine Milchschnitte wieder ins Maul kippen. Denn wenn ich hier mit Fliegen ankomme, dann fliegst du aber weit. Kein Leveler für Dracula. Du hast dich verlaufen, aber genommen. Gewonnen, nicht genommen. Genommen wäre ein bisschen komisch. Ey, du hast dich verlaufen, aber genommen. Der hat doch sicher genommen. So, Roserade ist jetzt gerade von dem Level her nicht so super. Deswegen P-Teiler. Und was geben wir mal? Roter Blitz. Wie wär's denn? Ja, da haben wir doch sicher irgendein gutes Item für Roter Blitz. Wie wär's denn mit der Fausttafel? Verstärkt ja die Attacken von Typ Kampf. Und da Roter Blitz zur Hälfte von Typ Kampf ist, können wir das ja mal ruhig machen. Ist ja auch nichts Schlechtes. Du bist der erste Eindringling, der es ins Hauptquartier geschafft hat. Ach, da werde ich wahrscheinlich nicht der Erste sein. Pudox. Also man sollte meinen, dass ihr jetzt ein bisschen innovativer wert, wenn ihr jetzt hier jetzt hier jetzt und hier jetzt und hier jetzt nee. Wenn ihr hier mit so einem Trainer kämpft, eigentlich sollten die schon die ganze Zeit Alarm machen, wenn eigentlich sollt ihr merken, dass ich ja eine Gefahr für dieses Team bin. Aber wahrscheinlich ist jeder einzelne Trainer für die eine Gefahr. Sogar der Teenager auf der ersten Route. Nee. Der erste Trainer, der Teenager da, ist wahrscheinlich eine Bedrohung für die. Und Bronzel ist ja keinen Hehler wert. Oh ja, ich kann auch mit altmodischem Geld. Ich glaube auf jeden Fall, dass es altmodisch ist. Wortspiele machen. Bronze soll ja eine Münze, glaube ich, darstellen. Ich bin Mitglied des Teams Galactic. Aber ich habe nicht einmal Pokémon. Ich bin so ein armer Rüpel. Aber es ist ja nicht meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Ach, das kann ich dir erklären. Ich weiß das noch. Das hat doch bestimmt nicht mit den Teleportern zu tun, dass du kein Pokémon hast. Was glaubst du, wer du bist? Einfach die Hallen des Hauptquartiers zu entehren. Ich entehre die doch nicht. Gut, ich hätte eine Graffiti-Dose mitnehmen sollen und dann den Wänden springen sollen, ich, dass ich hier war und so. Aber dafür bleibt ja bestimmt noch Zeit, wenn ihr weg seid. So, ein Tempohieb bitte. Und das war jetzt zu einfach, muss ich sagen. Ein zäher kleiner Trainer bist du. Ja, ich kann schon 10 zählen. Oder bis 10 zählen. Ich glaube, das war hier sogar der richtige Weg, oder? Ja. Wohin hat dann der andere Teleporter geführt? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich war ja immer der festen Überzeugung, dass der rechte Teleporter der richtige war. Aber das war anscheinend nicht und ich habe Übernahme gefunden.
Und Übernahme passt ja auch ganz schön gut zu diesem Hauptquartier hier, denn ich übernehme es. Und ich glaube, nach dem Trainer mache ich eine Folgepause. Ich bin sehr kurz vor einer Beförderung zum Kommandeur. Kommandeur, nicht Kommandeur. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Ich habe noch nie einen Commander gesehen, der aussieht wie genau jeder andere Rüpel. Wahrscheinlich schon. Boah, kommt er mit einem Level 32er Wumpel an. Der ist innovativ. Der ist echt innovativ. Der hat auch mal schlechte Pokémon auf einem hohen Level. Also wenn er jetzt noch Carpado hat, dann ist der schlecht. Dann ist der nicht schlechte Trainer, sondern Hashtag innovative Trainer. Was habe ich da gerade Pudox gelesen? Ja. Hashtag schlechte Trainer. Dafür brauche ich eigentlich noch nicht mal Flammenrad. Dafür ist Flammenrad eine Verschwendung. Glaube ich zumindest. Aber es ist keine Verschwendung. Silberhauch. Und vielleicht mache ich nach dieser Aufnahme auch Schluss. Also ich meine jetzt mit der Aufnahmesession. Ich nehme irgendwie nicht mehr so viel auf. Hier kommt Panekon. Der hatte also eine ganze Entwicklungsreihe. Der ist innovativ. Der wird natürlich nicht von einem Feuer-Pokémon-Trainer oder einem Vogel-Pokémon-Trainer leicht besiegt. Er hat überhaupt keine Schwächen im Team. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Dann hättest du nicht gegen mich kämpfen sollen. So, ich würde mal sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten. Und dann nehmen wir wirklich Team Galactic über. Oder wir klauen denen einfach ihre Basis. Und Schluss aus, fertig. Fenster. Ciao.